Ich arbeite an dieser Steinbrücke. Wie ihr sehen könnt, habe ich da jetzt schon ein bisschen die Steinstruktur hinein geritzt oder eher mehr hineingedrückt mit diesem Spachtel da. Ist eine Sisyphusarbeit, aber das ist es einmal. Das ist die Arbeit beim Modellbau. Ne? Manchmal, nicht immer, aber diesmal. Was ich aber jetzt gleich auch machen will, weil das auch sehr wichtig ist, dass das vorher geschieht, das ist eben. Okay, warte, jetzt tue das noch ein bisschen runter weiter. So. Das ist eben die Steinmauer, die natürlich da den Rand entlang geht. Da habe ich so ungefähr 5 mm Breite, 1,7 cm hohe Streifen mir geschnitten. Das geht so halbwegs für eine 1,5 Meter wie sagt man, Geländer in Real. Und diese Steinbrücken haben wir meistens so 1,5 cm, 1,5 Meter Höhe haben die oft nicht gehabt. So schaut es jetzt aus, wenn man mit Leim das macht. Bin beim Überlegen, es ist halt da, erstens einmal die Nadeln machen viel kaputt und zweitens muss man sagen, bin mir nicht sicher, ob das dann auch wirklich heilt. Aber ich bin mir eigentlich nicht sicher, ob mir das gefallen wird. Ich muss auch noch einmal anschauen, wie so ein Steinbrückengeländer ausschaut. Ich glaube, dass ich es dicker machen werde. So schaut es jetzt aus, nachdem ich es erstens einmal, wie ihr seht, breiter gemacht habe. Dann habe ich es mit Heißkleber, was natürlich auch nicht das Idealste ist, aber es hat funktioniert. Was ihr da sehen könnt, zum Beispiel bei der Zusammen, ups, dass man es besser sieht, wo die Teile zusammenkommen, hat das nicht so schön zusammengepasst. Da habe ich was eingefügt. Wenn das dann fertig bemalen ist, das sieht man das gar nicht mehr. So schaut es wirklich toll aus. Und so gefällt es mir jetzt da. Und jetzt kann ich eben weiter an der Steinstruktur arbeiten. Gut, damit ihr das genauer seht, wie ich das mache. Das sind ja jetzt natürliche Steine, eine Steinbrücke mit normalen, stören natürlichen Steinen, nicht behauenen Steinen. Das heißt, den Teil, wie ihr seht, mache ich einfach in verschiedenen Formen, mal flach, mal ein bisschen rund oder auch dreieckig, indem ich das Styrodur, das ich da aufgeklebt habe, eben da mit diesem Spachtelwerkzeug hineindrücke. Oben bei dem Geländer habe ich geschaut, eine Brücke aus Klagenfurt, die Steinerne Brücke in Klagenfurt, die hat eben oben Steinplatten sozusagen, die ein bisschen dicker sind. Da machen wir eben, wie gesagt, so einen Strich, einen dickeren und geben dann in verschiedenen Abständen auch, aber weil die Steinplatten nicht alle gleich groß sind, dann da die, wie sagt man, die Fugen. Ne? Das wird dann auch eben, wie ihr das da sehen könnt, noch auf der anderen Seite weitergelegt gemacht. Darunter aber. Die Steinebrücke wurde auch mit ganz kleinen Plattensteinen das Geländer gemacht. Das heißt, da kommen jetzt dünnere Linien, so dünn es möglich ist. Und eben
Das muss nicht eben exakt gerade sein, weil eben diese Steine sind nicht exakt gerade gelegt. Die sind einmal dicker, einmal weniger dick. Und dann eben einfach in unterschiedlichen Abständen drückt man da sein Loch hinein. Und so bekommt man auch diese Struktur. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gesehen habt. Ich mache da jetzt wirklich ganz kleine Linien. Ich schaue, wo jetzt der letzte war. Okay. Mache da ganz schmale Linien und mache dann in gewissen Abständen, aber unterschiedlichen Abständen, also nicht immer gleich, mit der Spitze seinen Punkt hinein, damit da auch noch eine Fuge ist. Und dann schaut das, ich glaube, man kann das eh schön sehen, schaut das schön, ist das scharf, ja. Da eben wie flache Steine und da eben wie runde Steine. Ich habe mir eben Gedanken gemacht, wie ich trotzdem in den Tunnel hineinkomme, wenn eine Lok eben oder ein Waggon ein Problem hat. Mit diesen Einbuchtungen geht es zwar einigermaßen, aber doch nicht so super. Dann habe ich mir zuerst gedacht, ich werde da ein Klettverschluss drauf machen und mit dem das eben verbinden. Das Problem ist, dass der Klettverschluss, auch wenn du einen guten Kleber hast, nicht haltet, er wird hinausgerissen. Jetzt habe ich, wie ihr sehen könnt, mir solche Quadrate gemacht, auf die eine Seite aufgeklebt. Auf der anderen Seite habe ich in der Größe der Quadrate die passenden Löcher dazu gemacht. Meine Empfehlung ist, dass man das schon vorher eben sich überlegt und beim Bau der Anlage das schon irgendwie macht. So wird es ein bisschen eine langwierige Arbeit, das da wieder herauszubekommen. Außerdem hat man dann vielleicht gleich schön die Quadrate, die passenden dazu. Mir ist es aber jetzt gelungen. Ich kann jetzt sozusagen den Oberteil sehr schön auflegen. Und wie ihr seht, schön hineinpressen. Entschuldige, dass es wackelt, aber ich habe das gleiche auf den Dings. Kann aber eben jederzeit das wieder eben, wie ihr seht, hochheben. Und das ist der Vorteil beim Machen, beim Gestalten der Felsen. Da werde ich das schon irgendwie hinbekommen, dass das gut ausschaut. Ja, und so kann man das jederzeit herunternehmen, falls es ein Problem ist. Schwieriger wird es natürlich, wenn dann oben dann alles, da kommt ja der Leuchtturm drauf ist und so. Aber das werden wir schon irgendwie hinbekommen. Und ja, ein Tipp von mir, falls ihr eure Anlage auch mit Styrodur macht, wie man, wenn man einen Tunnel hat, trotzdem jederzeit in den Tunnel hineinkommt. Da, wo die Felsübergang ist, das seht ihr jetzt nicht. Wartet. Der Teil ist ja, bleibt ja. Also da habe ich jetzt kein Problem. Bin beim Überlegen, ob ich nicht den Teil da auch noch einmal wegschneide und aufklebe, weil da kommt die Straße dazu, dass der Übergang da passt. Obwohl, ob jetzt da dann das ist oder da ist, ist dann eigentlich fast egal. Auf jeden Fall, ihr seht auch da, wo das gerissen ist, das passt schön. Und so ist es mir wirklich eigentlich gut gelungen. Dort muss die Landschaftsgestaltung, also habe ich doch auch weitergemacht. Ihr seht, es ist jetzt erstens einmal da die Verbindung fertig, aber auch eben da vorne, wo dann auch noch Häuser gebaut werden. Da kommt dann die Straße. Hier wird dann eine sozusagen Mauer kommen, die das Meer abhaltet. Da habe ich auch schon die Teile ausgeschnitten. Also es kommt so und so eine Mauer.
sozusagen eine Hafenmauer da noch montiert. Auch hier kommt dann eine Hafenmauer. Da muss ich ja auch noch was machen, weil da soll ja dann ein Schiff reinfahren oder sein, das beladen wird. Das wird alles dann mehr werden. Auch habe ich da die Verbindung schon damit man es besser sehen, bis da hinten fertig. Auch da hinten ist fertig, wie ihr sehen könnt. Jetzt muss ich noch den Teil drauf machen. Ja, dann ist eigentlich von der grundlegenden Landschaftsgestaltung einmal alles fertig. Und dann können wir anfangen mit den Häusern, mit der Landschaftsgestaltung selber. Soweit das Update über die Brücke, die Straßenbrücke, die Steinbrücke, wie ich sie eben gestalte. Eben, ich habe nochmal nachgeschaut, diese Steinbrücken haben eher breitere Geländer, aber nicht so hoch gehabt. Also passt das recht gut, wie ich das jetzt da gemacht habe. Und ja, bin noch immer dabei, diese Struktur hinein zu ritzen und zu pressen. Ihr habt auch gesehen, dass ich mit der Idee, dass ich den Oberteil mit eben so Rechtecken befestige, dass das recht gut funktioniert. Habe das jetzt öfter schon runter und drauf, runtergenommen und wieder raufgegeben. Das hält und passt. Und auch bei der Innenbogen habe ich schon eine Idee. Es kommt ein Teil, eben eine Steinwand, die eben eigentlich die Gleise vor Steinschlag schützt und erst oben dann Felsen. Auf der anderen Seite, wo dann die Burg kommt, falls ihr eben schon mehrere meiner Videos gesehen habt, ihr wisst, da wird ja auch eine Burg gebaut werden. Auch da habe ich den Oberteil so gemacht, dass man ihn runternehmen kann. Dann habt ihr gesehen, auch der Rest der Landschaftsgestaltung, der grundlegenden Landschaftsgestaltung, hat Fortschritte gemacht. Inzwischen habe ich grundlegend fast alles schon fertig, aber das seht ihr dann in einem anderen Video, was ich da noch dazu gemacht habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn, freue ich mich immer über einen Daumen nach oben, über einen Kommentar. Und falls ihr eben das erste Mal da seid, freue ich mich auch natürlich, wenn ihr mich abonniert, um nichts zu versäumen, weil das ist ein Projekt, das, glaube ich, nie zu Ende gehen wird und da wird noch viel zu sehen sein. Und mittlerweile kann ich schon einiges eben auch vermitteln, wie ich eben das auf meine Art mache. Man kann es wahrscheinlich auch auf andere Arten machen, aber so mache es ich und vielleicht der eine oder andere hat dann doch Freude, das nachzumachen. Aber ich habe gerade unlängst wieder einen Kommentar erhalten über mein Viaduktübergang für die Lok, dass das jemanden so ermuntert hat, dass er jetzt das auch versuchen wird. Danke nochmals für alles, dass ihr mitgeschaut habt und viel Freude weiterhin mit meinen Videos.